Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum 24. Türchen des Master Jam Kalenders, meinem Drama Year 2018. 2017 habe ich kein Drama Year gemacht, trotzdem ist in diesem Jahr sehr viel passiert und vielleicht wäre es wichtig zu wissen, dass 2017 das schönste Jahr in meinem Leben war. 2018 hingegen fing für mich leider im kompletten Gegenteil an. Am 24. Januar feierten meine Freundin Lena und ich das einjährige Bestehen unserer Beziehung. Es war bis dahin die glücklichste Zeit in meinem Leben. Es hat alles gepasst. Ich war glücklich. Ich war verliebt. Doch leider stellte sich heraus, dass diese Glücksgefühle nur meinerseits existierten. Denn 3 Tage später hat sie mit mir Schluss gemacht, weil ich wohl doch nicht der Richtige für sie war. Danach hatte ich zunächst einmal die typischen Trennungssymptome, welche mir ja schon von der Trennung mit Hina vor 2 Jahren bekannt waren. Ich habe nicht mehr geschlafen, ich habe viel geweint, ich konnte nichts mehr essen. Wie schlimm es allerdings wirklich werden würde, habe ich zu der Zeit noch absolut nicht geahnt. Obwohl wir nur 1 Jahr lang zusammen waren, war der Verlust dieser Beziehung in meinem Leben gefühlt um ein 100-faches schlimmer als bei Hina damals, obwohl ich mit ihr sogar zusammen gewohnt habe. Ich habe Lena so sehr vermisst, dass sie mir gar nicht mehr aus dem Kopf ging. Ich gehe abends ins Bett und denke an sie. Ich stehe morgens auf und denke an sie. Es war wie eine Art Schmerz in meinem Kopf. Ich wollte mich auch für keine meiner Tätigkeiten mehr aufraffen und konnte mich auch auf nichts mehr konzentrieren. Auch meine Abiturnoten litten darunter. Ich habe häufiger die Schule geschwänzt, weil ich morgens einfach nicht mehr aufstehen wollte. An einigen Tagen bin ich nur noch hingegangen, um Tests zu verhauen und bin dann wieder abgehauen. Absolut nichts schien mir mehr zu helfen. Nicht meine Freunde, die zu der Zeit wirklich alles gegeben haben, um mich wieder aufzuraffen. Nicht die toten Hosen, die mir in meinem Kopf schon sehr oft etwas gerade gebogen haben. Und auch nicht irgendwelche Blind-Fuck-Dates, bei denen ich dachte, dass sie mich auf andere Gedanken bringen. Ich habe wirklich aktiv gespürt, dass in meinem Kopf gerade etwas nicht stimmt. Ich hatte absolut keinen Spaß mehr an meinem Leben. An nichts mehr. Und genau deshalb beschloss ich, mir Hilfe zu holen. Im März meldete ich mich bei einem Psychologen und bekam zunächst die Diagnose leichte Depressionen und Anpassungsstörungen mit emotionaler Symptomatik. Ich begab mich in regelmäßige Gesprächstherapie. Alleine der Gedanke, da ist jetzt jemand Professionelles, der dir helfen wird, hat mir wieder ein bisschen Mut und Hoffnung gegeben. An dieser Stelle möchte ich dazu sagen, dass ich mich kein Stück dafür schäme. Im Gegenteil, wenn ihr mit Problemen zu kämpfen habt, mit denen ihr nicht mehr alleine klarkommt, sucht euch Hilfe. Im Ernst. Ich war sehr, sehr verliebt. Und das war der Auslöser meiner Depression. Aber ich habe nun gelernt, damit umzugehen. Es war nicht ihr Fehler, dass es mir so schlecht ging, sondern es war die Art und Weise, wie ich mit Trennungen umgehe. Abschließend möchte ich mich an dieser Stelle trotz aller Emotionen und des Schmerzes nochmal bei Lena bedanken. Lena, falls du das hier gerade siehst, es war richtig von dir, die Beziehung zu beenden und ich hoffe, es geht dir gut, was immer du auch gerade machst. Ich bin froh, dass diese Zeit in meinem Leben nun vorbei ist und ich hoffe, dass ich so etwas nie wieder durchmachen muss. Das klingt jetzt vielleicht nach extremen Rumgeheule, aber ich würde jetzt nicht drüber reden, wenn diese Phase nicht die komplette erste Hälfte meines Jahres meinen Kopf bestimmt hätte. An dieser Stelle möchte ich mich übrigens einmal bei allen Leuten bedanken, die mir zu dieser Zeit ausschlaggebend zur Seite gestanden haben. Bei Chan und Sarah, Phil, Daniel, Jan, Janis, Theon, Franzi, Hina, Valerie und allen anderen, die ich jetzt vergessen habe. Vielen Dank, dieses Herz ist für euch, ihr wisst wieso. Im April, also 1 Monat vor meinen Abiturprüfungen, klingelte plötzlich mein Telefon. Mr. Trashpack rief mich an und meinte, ich soll mir mal vom 20. August bis zum 28. September freihalten. Er würde gerne mit mir in die USA fliegen. Für mich war klar, dass ich dem sofort zusage. Mein Leben ist gerade beschissen. Dann nehme ich mir diese Quality Time einfach, scheißegal, was die anderen sagen. Dazu gehörte natürlich auch, dass ich mich nach dem Abitur erstmal selbstständig mache. Mein Abitur habe ich letztendlich mit einem Durchschnitt von 2,2 bestanden. Und sofort nach dem Abschluss hatte ich meinen allerersten Auftrag als Cutter. Ich habe E-Sports-Videos geschnitten, für die ESL. Im Sommer habe ich mich dann zum ersten Mal wieder richtig wohlgefühlt. Die Festivalsaison fing an. Ich habe dieses Jahr 5 Toten-Hosen-Konzerte besucht, welche mich emotional wieder auf Vordermann gebracht haben. Außerdem war ich das allererste Mal im Kerbholzland. Umringt von meinen Freunden heulte ich beim Headliner. Vor Freude. Ich war froh, dass ich leben durfte. Und das habe ich sogar auf Video. Das hier ist Römer, das hier ist der Sturm für Geschichte von früher. Und meinen persönlichen Fanboy-Moment hatte ich auf dem Deichbrand-Festival, als ich im Auftrag von Studio 71 und Arte Concerts Ingo von den Donuts interviewen durfte. Cooler Typ übrigens. Auch das Green Juice Festival hat mich 2018 wieder als Fotograf eingeladen, bei dem ich direkt die Donuts als Headliner vor der Kamera hatte. Und danach ging es auch schon los. Ich verbrachte 5 Wochen gemeinsam mit meinen Freunden Ming Lee und Mr. Trashpack erst in Köln, dann in Manchester und dann in der Westküste der USA. Wir drehten dort unsere Webserie Bro Trip USA, welche irgendwie immer noch nicht komplett online ist, aber wieder hatte ich mehrfach das Gefühl, ich bin dankbar, dass ich das erleben darf. Jungs, wir müssen übrigens nochmal hin, Vegas schuldet mir noch Geld.
Nach dem Bro-Trip wurde es dann langsam Zeit, sich zu bewerben. Aber irgendwie kamen plötzlich neue Auftraggeber auf mich zu. Und ich produzierte Formate und Videos für den YouTuber Falco, RTL Nitro und die finnische Botschaft. Ja, genau das. Im November war ich als Kameramann gemeinsam mit Mr. Trashpack auf Pressereise in Finnland, wo ich kulinarische Spezialitäten essen, Huskies knuddeln und den hohen Norden des Landes bestaunen durfte. Ein wahnsinniges Gefühl. Phil, erst hast du mich nach meiner Trennung mit Lena sofort in Köln besucht, dann hast du mir den Bro-Trip geschenkt und zum Abschluss hast du mich als dein Kameramann mit nach Finnland genommen. Ich danke dir. Du bist mein Man of the Year 2018. Heute verdienst du mal den Win der Woche. Zum Abschluss möchte ich mich nochmal bei allen YouTubern und Freunden bedanken, die mir für diesen Adventskalender etwas aufgenommen haben. Ich find's toll, was wir hier auf die Beine gestellt haben und vor allem, dass alles so gut geklappt hat. Hier nochmal ein großes Herz für euch alle. Und auch ein Dankeschön geht raus an Paolo, der mir das komplette Drama-Year hier gezeichnet hat. Paolo, mal ein kleines Herz für dich selbst hierhin. Und 2019? Ich werde gespannt sehen, was auf mich zukommt. Ich werde weiterhin tun, was ich liebe und das Leben so gut genießen, wie ich nur kann. Mittlerweile bin ich übrigens länger Mediengestalter, als ich damals Maler und Lackierer war. Und ich stehe immer noch fest auf beiden Beinen. Und wie war euer Jahr so? Schreibt mir doch einen Kommentar über dieses Video. Gebt mir einen Daumen rauf und abonniert meinen scheiß Kanal. Frohe Weihnachten euch allen.